Nun ist das Glasfasersignal zu Hause angekommen. Aber Fernseher, Computer und Telefone sind im ganzen Haus verteilt und sie sprechen gar kein Glasfaserisch. Das Netzabschlussgerät ist bereits als Dolmetscher vorhanden. Um aber die verschiedensten Endgeräte zu verbinden, wird ein Router benötigt. Dieser wird direkt mit einem Netzwerkkabel angeschlossen. Hierbei muss er aber nicht direkt neben dem Netzabschlussgerät hängen, sondern kann an einer beliebigen anderen Stelle im Haus installiert werden. Lassen Sie das Verbindungskabel einfach von Ihrem Elektriker an die gewünschte Stelle verlegen. Um die geballte Leistung der Glasfaser nutzen zu können, kommt hier am besten gleich ein Kabel der neuesten Generation zum Einsatz. Ist das Kabel verlegt und der Tag der Umschaltung gekommen, steht unser Techniker parat und übernimmt gerne den Anschluss und die Einrichtung des Routers für Sie. Bisherige Kabelverbindungen zum Computer können nun einfach vom alten zum neuen Router umgesteckt werden. Alle mobilen Geräte werden vom Router mit WLAN versorgt. Das gleiche gilt für die Kommunikationsgeräte. Fax- und kabelgebundene Telefone werden einfach an den neuen Router umgesteckt. Schnurlose Telefone können direkt per DECT-Funkstandard mit dem Router verbunden werden. In jedem Fall können mehrere verschiedene Rufnummern verteilt werden. Auch das Telefonieren untereinander ist kein Problem. Das Fernseh- und Radioprogramm kommt, wenn gewünscht, nun mit üppiger Sendervielfalt ebenfalls per Glasfaser ins Haus. Da die vorhandene Koaxialverkabelung weiterverwendet werden kann, ist der Umstieg denkbar einfach. Einzige Voraussetzung: Um alle möglichen Sender in bester Qualität empfangen zu können, müssen alle Empfangsgeräte und Verteiler den digitalen Fernsehübertragungsstandard DVB-C unterstützen, was bei halbwegs modernen Geräten aber ohnehin schon lange üblich ist. Wurde bislang digitales Kabelfernsehen genutzt, ist das bereits der Fall und es muss lediglich das Eingangskabel von der Dose Ihres bisherigen Anbieters abgezogen und an das Netzabschlussgerät angeschlossen werden. Wurde das Fernsehprogramm bisher per Satellit empfangen, läuft die Verkabelung allerdings etwas anders, da der Verteiler meist unter dem Dach angebracht ist. In dem Fall wird das Kabel der Fernsehdose, die dem Netzabschlussgerät am nächsten gelegen ist, abgezogen und als neue Zuleitung genutzt. Am anderen Ende muss nun eine Verbindung zum Netzabschlussgerät geschaffen werden. Sollte es notwendig sein, hierfür ein weiteres Kabel zu verlegen, bietet es sich an, dies vom Elektriker zusammen mit dem Netzwerkkabel verlegen zu lassen. Auf einen Blick: Der neue moderne Glasfaseranschluss bündelt die schnellste und schärfste Technik unter einem Dach. Hochgeschwindigkeitsinternet über Netzwerkkabel und WLAN, Faxen und Telefonie in glasklarer Qualität sowie das volle Fernseh- und Radioprogramm inklusive lokaler Sender und Pay-TV in brillantem Bild und Ton. Ein Anschluss für alles, alles aus einer Hand. Willkommen in der Zukunft.